Frankreich, das Land der Liebe, das Land der Tour de France, die Heimat von Thibaut Pinot vom französischen Team Groupama FDJ. Da kann es ja nur auf der Hand liegen, dass Pinot auf einer französischen Rennmaschine unterwegs ist, nämlich dem Lapierre Xelios SL2. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Lapierre und Groupama FDJ sind jetzt schon seit 18 Jahren Partner in Sachen Rädern. Eine lange Tradition haben wir da. Pinot hat eine Körpergröße von 1,80 Meter, fährt auf einem Lapierre Xelios SL2 Rahmen in der Größe M. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich um eine Speziallackierung beim Rad von Pinot. Auf dem Oberrohr wurden alle Siege von Pinot verewigt und da sind einige dabei, die Pinot motivieren sollten, wenn die Beine schmerzen. Auffällig ist auch beim Lapierre Xelios SL2, dass die Sitzstreben komplett am Sitzrohr vorbeilaufen und erst am Oberrohr wieder mit dem Rahmen ineinander verschmelzen. Ausgestattet ist das Lapierre Xelios SL2 mit einer kompletten Shimano Dura-Ace DI2 Gruppe. Die Laufräder kommen auch von Shimano mit dem Modell Dura-Ace C60 und Reifen von Continental mit dem Reifen Competition Pro Limited in einer Breite von 25 mm. Logischerweise nutzt Pinot Disc Brakes. Auch diese sind von Shimano und haben vorne einen Durchmesser von 160 mm, hinten haben wir 140 mm Durchmesser. Weiter zum Tretlager. Pinot hat 172,5 mm lange Kurbeln verbaut und eine Übersetzung von 53,39 vorne und hinten ein Ritzelpaket von 11 bis 28 Zähnen. Natürlich gibt es auch ein Powermeter, welches auch passend von Shimano ist. Für den richtigen Bergtritt sitzt Pinot auf Shimano Dura-Ace Pedale. Gehen wir hoch zum Sattel, wo stolz die französische Flagge zu sehen ist auf dem Prologo Nago Evo Sattel aus Italien. Die Sitzüberhöhung bei Pinot beträgt übrigens 7,8 cm, wenn wir schon beim Sattel sind. Gelenkt wird von Pinot mit einem 42 cm breiten ProVibe Lenker aus Aluminium in Verbindung mit einem 126 cm langen ProVibe Vorbau. Alle wichtigen Daten können von ihm im Auge behalten werden mit einem Garmin Edge 1030 GPS Computer. Abgerundet wird der Lenker mit einem edlen weißen Pro Lenkerband. Kurzer Blick noch auf das Unterrohr. Hier wurden zwei Elite Leggero Carbon Flaschenhalter angebracht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch die letzten Zahlen an. Die Sitzhöhe auf dem Lapierre Xelios SL2 von Pinot beträgt 74,4 cm. Der Rahmen alleine wiegt 850 Gramm und das Komplettrad hat auf unserer Waage 7,1 Kilogramm angezeigt. Wir sind am Ende angekommen und bei dem Lapierre Xelios SL2 gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Vive la France! Uns bei GCN auf Deutsch würde jetzt noch in einer Umfrage in unserer GCN-App interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, das Rad ist cool oder naja, der Wein aus Frankreich ist auf jeden Fall besser. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses ProBike-Video gefallen hat, so würden wir uns wie immer über ein Like freuen. Und für weitere coole ProBike-Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch.